Hi, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Living Legends, die Eisrose. Nicht, wie ich sie fälschlicherweise im letzten Teil bezeichnet habe, die Eisprinzessin. Das wäre nämlich erst Teil 2. Na denn, was suchen wir? Zwei Schmetterlinge. Zack. Und was soll hier sein? Maske? Schere? Und ein Armband. Na also. Schmetterling. Tja. Der findet sich mal wieder nicht. Schnürband und Garnknäuel. Schnürband? Garnknäuel? Ah, das taucht schon auf. Spielsteine. Da. Vier Flaschen. Wie heißt es so schön? Vier Flaschen ergeben noch kein Parlament. Drei Flaschen. Dann auf jeden Fall eine Münze. Noch ein Amulett. Amulett-Display. Ein Becher? Oder ist es ein Mörser? Noch eine Flasche. Ach so. Das habe ich gar nicht vorgenommen für Flasche. Schmetterling Garnknäuel. Nö. Statue? Und wo ist das Becherchen? Da und da. Jetzt will noch die zwei üblichen Verdächtigen. Ich müsste doch eigentlich in der Lage sein, einen Garnknäuel zu erkennen. Und während mein anderes Ich im Schnitt sich wahrscheinlich ärgern wird, warum ich das nicht gesehen habe. Nö. Mein zukünftiges Ich wird sich wahrscheinlich fragen, warum ich das nicht gesehen habe. Weil ich blind bin. Da ist er. Du hast Folgendes gefunden. Schnürband. Und das hilft mir jetzt... Inwiefern? Hier fehlt natürlich der Schlüssel. Yep. Habe ich das schon vorgelesen? Bürger verlassen die Stadt. Außergewöhnliches Wetter hat die Bürger von Rosenberg aus den Häusern getrieben. Andere sind in einen seltsamen, eisigen Schlaf gefallen. Die Behörden sind ratlos. Ich brauche ein Buch. Na denn. Zack. War das hier? Nein, das war nicht hier. Brauche ich hier ein Messer? Ja, aber ich habe natürlich nichts zum Fegen. Ich habe Diamanten. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Na. Hä? Da hat doch was geblinkt. Und ich habe natürlich keinen Teller dabei. Hier fehlt ein Teller. Richtig. Na dann. Hoi. Ich bin Kai. Ich verstehe nun, dass du nur deinen Liebsten finden möchtest. Ich fürchte, hier hat die Schneekönigin gesiegt. Aber wo wir gescheitert sind, könntest du Erfolg haben. Oh. Besiege die Schneekönigin und rette deinen Edgar. So wie Gerda und ich es in der Vergangenheit taten. Finde das Herz der Schneekönigin und ich erkläre dir mehr. Eine Vogelscheuche markiert die Stelle. Aha. Edgar und Gerda. Gerda und Kai. Und Edgar ist der Typ, der auch zu uns gehört. Alle Wärme schwindet. Sie hat alle eingefroren, meine Tochter und meine geliebte Gerda. Der Schneesturm lässt nicht nach. Ich hoffe, dass die Schneekönigin niemals ihr eisiges Herz oder die letzte Spiegelscherbe findet. Das hoffen wir alle. Nun denn. Der Kamin ist vereist und kalt.
Kai und Gerda haben also versagt. Die Schneekönigin erneut zu bannen. Na denn. Irgendwas wollte ich doch wegfegen. Wo ist mein Messer? Messer. Einen Hut habe ich. Toll, jetzt fehlt mir noch eine Kerze. Na, was war denn? Selbstverständlich habe ich keinen Code dazu. Na also. Zu irgendwas musste ich doch denn. Ach so, So. Ach so, Okay. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, mal gucken, wann Blindrad den richtigen Schlüssel findet. Da findet Blindrad den richtigen Schlüssel. Und da ich gerade ziemlich konzentriert bin, müssen wir mal... Nee. Sind das nicht dieselben? So, aber... Ach so, Fein. Jetzt, wo die anderen Schlüssel verschwunden sind, magischerweise, kann man erst den Kürbisschlüssel nehmen. Verstehe ich nicht, aber egal. Oh, noch eine Figur. Noch eine Eisstatue. Und was bist du? Kopflos. Ja. Sehr nett. Eine kopflose Vogelscheuche. Ja, die hilft mir nicht weiter. Na dann, wollen wir doch dafür sorgen, dass sie uns weiterhilft. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Zack. Hui. Rinder. Kürbislaterne. Dekodierplättchen. Schon wieder? Türkische Kaffeekanne. Was ist der Unterschied zwischen einer türkischen und einer westlichen? Okay, das habe ich jetzt instinktiv gelöst. Handschuhe. Da. Handglocke. Ach so. Jetzt habe ich eigentlich die Handglocke gesucht und ich dachte, es wäre die Handglocke. Krebs. Da. Den Fächer habe ich auch schon gesehen. Ich lasse mich nur nicht lumpen. Ich werde ihn schon noch... Da. Jetzt noch die Schlange. Wo scharlängelt die Schalange sich lang? Da nicht. Hätte mich auch gewundert. Fernglas und Schlange. Da haben wir die Handglocke. Und wo ist die Hand? Parfüm. Passt ja.
Jedenfalls die Karte war hier auch noch irgendwo rangesteckt. Da. Der Joker. Schlange und Fernglas. Fernglas oder Fernrohr? Na komm, du musst doch hier irgendwo sein. Zeig dich. Da. Und wo ist jetzt die Schlange? Hm. Ich finde sie einfach nicht. Ich dachte, es wäre ein Lederriemen. Manchmal bin ich wirklich blind. Also noch blinder als sonst. Na los, rauf da. Klasse. Selbstverständlich haben wir nichts zum Graben. Okidoki, ich denke mal, das schaffen wir noch. Und dann... Und nun? Wie jetzt? Da fehlt noch was. Das kann doch nicht wahr sein. Auf jeden Fall ein Buch, das hauen wir jemanden auf die Rübe. Vielleicht bringt das was. Na gut, dann eben nicht. Ein Buch. Mal kurz gucken, wo können wir hier noch was finden? Edgar Stöckchen? Nö, hier kann man nichts mehr machen. Da ist der Teller. Ja, das ist mir schon klar. Oh no? Hm. Irgendwo hier ist doch noch ein Wimmelbild. Ja, der Griff einer Schaufel. Ich bin mal wieder völlig verwirrt. Von hier kommen wir. Und mal sehen, finden wir hier noch irgendwelche Hinweise? Nö. Der Moment, wenn man nicht genau weiß, was man zu tun hat, ist sehr frustrierend. Ich habe auf jeden Fall ein Buch, Dekodierplatten, Streichhölzer und keine Ahnung, was ich damit tun soll. Ja, jetzt setze ich jedenfalls das Schäufelchen zusammen und dann mache ich auch gleich Schluss. Okay, das hier noch. Zack, reparierte Lupe. Das mache ich noch zu Ende und dann beende ich das auch. Und dann wollen wir doch mal das Herzchen der Königin ausbuddeln. Aber erst in der nächsten Folge. Die Tabakpfeife. Da. Gartenschere. Lasst uns doch mal ein paar widerspenstige Blumen schneiden. Seemöwen. Da. Zwei Brille. Da ist schon mal eine. Da ist eine Maske. Kaninchen. Da. Schleife, Frosch, Knopf. Wo soll hier ein Frosch sein? Und wo soll hier eine Schleife sein?
Einen Knopf habe ich wenigstens. Irgendwo muss der Frosch doch aufgezeichnet sein oder sowas. Denke nicht, dass das bei so einer Kälte überlebt. Hä? Das sah aus wie eine Batterie. Naja, ist auch Würstchen. Jetzt gehen wir noch in den Garten. Denn nur die Harten kommen in den Garten und dann wollen wir... Na gut, das noch. Und? Na denn. Halt. Bin schon mal wieder losgerannt, ohne das Wichtigste mitzunehmen. Die Schaufel. Oh, einfach reinstecken und es funktioniert. Im realen Leben ist es selbstverständlich nicht so einfach. Okay. Bevor dieses Rätsel weitergeht, werde ich erstmal diese Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, was wir hier in diesem rätselhaften Spiel gesehen haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.